Kunshan gewesen ist, letzte Woche dann rüber nach Peking mit dem Schnellzug bei 308 km/h mal rüber. Der Gastgeber. Anfangsformation, Tedesco wird in der Halbzeit dann wieder komplett 11-mal durchwechseln. Das waren hier um 19:30 Ortszeit, aber trotzdem die Luftfeuchtigkeit, die schlaucht schon und so kann man 45 Minuten alles geben, hat Tedesco gesagt. Und er war übrigens Javier Mascherano ja auch hier im Team, der ist noch nicht mit dabei. Der hat ja, wie ihr wisst, noch bei Argentinien in der WM gekickt. Conor Bianca mal mit einem Abschluss. Da war mehr drin, wenn er vielleicht Bernard Tekpetay mitnimmt. Also Mascherano noch im Urlaub nach der WM. Die WM-Highlights, heute ja noch das Halbfinale. Nee, den drittbesten Zweikämpfer der Liga noch mit dazu. Während Tedesco immer wieder diese Dreierkette probt. Conor Bianca für Tekpetay. Gegen zwei muss er sich durchsetzen. Nächste, Gervinho gegen Stambouli. Einwurf. Zweiter bei Conor Bianca gegen Hernanez, der da beherzt in den Zweikampf geht. Und langer Ball Gervinho. Und dann Skripski. Ja. Nächster Schuss. Nächste Chance. Halbe Stunde rum. Chance durch Steven Skripski. Das ist der Mann, den ich beim... genug. Conor Bianca mit dem nächsten Abschluss. Ja, da hätte Suazerda vielleicht direkt weiterleiten müssen auf Franco Di Santo. Dann wäre er noch nicht im Abseits gewesen. Und vielleicht alleine vorm Kasten. So dann über Umwege die Chance für den Linksaußen, für den Ukrainer. Das sollten die Chinesen vermeiden. Conor Bianca für Di Santo. Richtig starke Reingabe von den beiden, die sich ja richtig gut verstehen. Conor Bianca und Di Santo. Dicke Freunde im Team der Schalker. Sind auch am ersten Tag in der China-Reise souveräner Tischtennismeister intern geworden. Conor Bianca führt die Ecke aus. Erstmal geklärt. Zweiter Ball. Da ist Naldo. Lässt den Ball drin. Keine Ecke. Nochmal die Hereingabe. Jetzt abseits. Ah, jetzt tätschelt er auch noch den Fuming. Den Schiri. Da muss er selber lachen. Fuming lässt weiterlaufen. Conor Bianca. Das ist wieder seine Situation. Ja, gute Idee. Ball bleibt sogar im Spiel. Noch mal ein weiter. Suazerda. Distanzschütze